So Leute, willkommen zurück zu Hotline Miami. Das letzte Mal haben wir das Spiel begonnen und jetzt geht's an die Masse. Gucken wir mal, wir haben wieder eine Nachricht. Hi, it's Kate from Hotline Miami's Dating Service. We have set up a date for you and you this evening. She'll be waiting for you at Southwest 53rd Place. As usual, make sure you wear something fancy. Na, natürlich. Wie immer, wir haben die gleiche Kleidung an wie immer. Die wird wohl auch immer geil sein. Das würden wir sie ja wohl nicht immer tragen. Third Chapter. Die Cadence. Genau, das ist ja zum Beispiel auch einer der Lieder, die ich so geil finde. Lethal Doors. Don Juan. Ist auf jeden Fall ein geiler Name. Mit Lethal Doors können wir eben mit den Türen direkt schon töten. Da weiß ich, da oben gibt es jemanden, der da auf uns wartet. Zack, mit dem Messer ins Herz. Oder in die Brust. Also jetzt, bam, ist er direkt tot. Scheiße. Das lief eigentlich so gut am Anfang. Das ist ein Hammer, den habe ich noch nie benutzt. Bam, Junge, von den Schädeln gehauen. Sagen wir, nehmen das Messer und warten hier einfach mal. So, leise gekillt. Dann haben wir eine Schrotflinte und einen Hammer. Den Hammer können wir eigentlich noch gut benutzen. Ich glaube, ich nehme aber eine Waffe. Ich bin jetzt mal ein bisschen ruhig für die Musik. Persönlich finde ich ziemlich geil. Gibt auch noch bessere. Wow, 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 wow. Chillt, Mann. Ich glaube, hier, als ich das Spiel begonnen habe, war das so die erste Stelle, wo ich wirklich oft versagt habe. Gucken wir mal, der steht da ein bisschen scheiße. Weil da sind dann auch noch ein paar Leute, die ihn direkt. Die direkt sehen, wenn wir ihn ausschalten wollen oder wenn wir ihn töten halt. Und andersrum genauso. Wenn wir von hier aus rauskommen, dann sieht er uns direkt. Aber wir machen es natürlich so erstmal. So. Jetzt einfach mal oben lang. Markiere es mal. Ich markiere den Typen hier mal. Wow. Das war knapp, das war mehr Glück als Verstand auf jeden Fall. Double Barrel will ich jetzt eigentlich nicht. Immer Sturmgewehr. Und von hier aus wird es jetzt ein bisschen schwer. Ich kann den markieren. Aber dann wird es mit dem unteren schwer. Egal, gucken wir mal. Habe ich ihn? Ja, ich habe ihn. Boah, Hammers. Also das mit dem Markieren ist schon fast wirklich so ein Cheat. Und ich finde das immer interessant. Wenn man jetzt hier nochmal durchläuft, erst wirklich, wenn das Level vorbei ist, sieht man, was wir hier eigentlich angerichtet haben. Gotta do everything by myself, huh? Oh, shit, jetzt kommt da jemand. Alter. Alter, der hat noch so eine Schutzweste an. Hallo, wie viel steckt der ein, ey? Oh, Sledgehammer. Hat nichts gebracht. Oh, da liegt eine Machete. Na komm, noch einmal. Oh Gott, please don't. Klar, jetzt gibt's auf die Fresse, Mann. What? Drück mich in die Augen aus, ey. Oh Gott, nicht schön. Na doch, nehmen wir mal die Waffe. Was ist mit ihr? Hey, just get in over it with... I knew it would end like this. Nee, wir nehmen dich mit. Retten wir die mal. So, ab ins Auto. So, Killings.
Also das war eigentlich so die erste normalerweise schwierige Mission. Ich habe jetzt ein bisschen länger gebraucht, glaube ich, letztes Mal für die Mission und diese ging jetzt dann eigentlich. Ich habe schon wieder die Uhr nicht gestellt. So C minus, ja, das ist in Ordnung. Meistens kriegt man nur so C oder B oder sowas. Der da. Wir sehen schon, nach jeder Mission sind wir irgendwie hier beim Feierabend und immer treffen wir diesen komischen Typen. Hi there, welcome. You don't look well, sir. Are you alright? Are you sure it's okay for you to be drinking? Alright, then I will get you something special. Do you like sweet or... Ja, sauer, ich weiß nicht. Sure? Genre? Genau. Maybe you want it bitter. I think I know what you want. What you want. One moment. So, da haben wir es. Was immer das jetzt ist. Gucken wir uns nochmal kurz um. Oh. Der sieht auf jeden Fall nicht mehr so gut aus. Schon mit der Kotze da auf dem Klo liegend. Nicht so schön. Part 2. Questions. Ja, ich glaube, Questions haben wir gerade jeder, was hier abgeht und so. Oh, it's you again. It looks like you've been busy since we last met. I see that you remember me now, don't you? But you still don't know who I am. You don't even know who introduced us. You don't, do you? Why did you came back here? You're not a nice person, are you? You make me sick. A picture is starting to take form here. I wonder if it's accurate. Some pieces don't quite seem to fit. Or maybe I just don't like the way you look. It looks. I think our time is up. But we'll meet again. Before you go, here's four questions to ponder. Question number one. Do you like hurting other people? Question number two. Who is leaving messages on your answering machine? Question number three. Why are you right now? Where are you right now? And the final question. Why are we having this conversation? That's all for now. See you soon. Mai, der fünfte. Wir können ja davon ausgehen, dass diese drei Gestalten, wie auch immer das ist, uns diese Phone Calls hinterlassen. Ach, da ist die alte. Good evening, this is Blake speaking. We have a job for you. There's a power outage. Over the... Ach, ich hasse diese englischen Zahlen. 24. Northeast Street. We want you to take care of it. We already sent someone over the while ago. But it seems he didn't do a very good job. Head over, there's right... head over there's right away. They are expecting you. Keep it quick and clean. Wie immer. Fourth chapter. Tension. Also nicht weiß, was das bedeutet. So. Graham, walk fast. Das nehmen wir diesmal nicht, weil es ist nicht so gut. George. Nehmen wir mal George, look further. Also können wir einfach weiter gucken. Weil das halt die Giraffe ist. Und hier sehen wir jetzt schon, oh fuck, hier ist ziemlich viel los. Den Hunden hier könnten wir, also es könnte Probleme geben. Machen wir die beiden jetzt. Komm, schlag die zusammen. Jetzt haben wir schon mal eine Waffe, das ist schon mal viel wert. Machen wir die Tür kurz zu. So, kurze Auszeit. Die Hunde können wir nicht zusammenschlagen, beziehungsweise vor der Tür nicht. Mit den Fäusten wird es da auch schwer. Also hier, den Hund sollten wir normalerweise zuerst machen, weil er halt immer Patrouille läuft. So, sobald er wieder aufsteht, so viel Schnauze. Okay. So, dann mal kurz auf den Boden hauen, den Kopf. Das lief gut. Fast zu gut. So, und da haben wir jetzt noch welche. Hier sehen wir zum Beispiel jetzt,
Glaswand. Da müssen wir aufpassen. Da können wir durchschießen, da können die Gegner aber auch durchschießen und sie können uns vor allem dadurch sehen. Das ist das Schlimmste daran. Und da laufen jetzt drei Leute, das ist gar nicht gut. Und da ist auch noch eine Glaswand. Bleibt mir mal das Herz stehen. Wie machen wir das denn jetzt? Ich glaube, ich provoziere einfach wieder was. Funktioniert meistens. Wow. Scheiße. Ja, diesmal nicht. Schnell rein, beide umlegen. Jetzt haben wir eine Flasche, die können wir werfen, okay. So, aber der ist nicht tot, leider. Nur Bonuspunkte. Alter. Das ganze Arsenal von denen. Sind wir noch nicht tot. Scheiße, ich hätte nicht rausrennen sollen. So, na komm. Was sehe ich denn hier? Ein Ninja-Stern. Den können wir bestimmt auch gut benutzen. Zack. Leise gekillt. Wir nehmen uns jetzt die M4 wieder, um den Hund umzubringen. Manche Gegenstände, da muss man halt gucken, was das für Gegenstände sind. Da kann man dann drüber schießen und manche kann man halt nicht drüber schießen. Hier bei so einem Bett kann man logischerweise drüber schießen. Wenn das jetzt halt so ein Schrank ist oder so, da muss man dann aufpassen. Da kann man sich dann in Deckung wiegen, aber man ist da halt dann auch... man kann da halt dann auch selbst nicht schießen. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich darf in die Tür einen Kopf hauen. Was ich aber auch ein bisschen blöd finde, ist, dass man die Waffe, die Maske nicht nochmal wechseln kann nachträglich. Das funktioniert leider nicht. Ich kann man eine Uzi. Die ist sehr nice. Oh, shit. Alter, das war knapp. Na komm. Alter. Ich kann die doch nicht da so liegen lassen. So, Schädel eintreten, nochmal, jetzt haben wir wieder die Uzi. Boah, da auf einmal der Hund, jetzt habe ich keine Muni mehr. Jetzt habe ich nur noch so eine Rohrzange oder sowas. Okay, da ist nur noch einer, hier ist niemand mehr, das sieht ja fast so gut aus. Oh ne, das sind noch zwei. Aber den kriegen wir leicht. Er checkt jetzt natürlich wieder nichts. So, dann warten wir mal, bis er da wieder an der Tür ist. So, zack. So, wie sieht's da jetzt aus? Da muss ich jetzt aufpassen, hätte ich am liebsten jetzt eine Waffe. So, hier ist jetzt so eine Sache. Andere hatte aber auch eine Waffe, okay. Noch hat er uns nicht gesehen. Ja, da haben wir es endlich. Sehr gut. Ab in den zweiten Stock. Hier wird es bestimmt nicht besser. Wow, 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 wow. Jetzt ruckelt's. Ja, komm, steh auf. Sehr gut. Jetzt läuft er wieder fast zu gut. Kann ich auch noch. Also die hier zum Beispiel verschanzen sich jetzt ganz fies. Da kann ich dann nicht dran vorbei, aber ich kann nur drüber schießen. Hier sollten wir jetzt nicht reingehen. Weil wenn wir das machen, explodiert der ganze Raum. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht provozieren, weil es gerade schon ganz gut läuft. Falls mal scheiße läuft, kann man es immer machen. Gerade möchte ich das eigentlich nicht so unbedingt. Und zwar nehmen wir jetzt diese Waffe. Schießen da mal drauf. Ich finde das Geräusch eigentlich ganz geil. So, und jetzt hier ist natürlich alles kaputt. Und das müssten wir jetzt machen. Oder mussten wir machen. Weil man hat sonst keine Chance, überhaupt irgendwas zu machen. Ist er tot? Nee. Okay, den haben wir. Jetzt ihn noch. Haben wir. Sehr gut. Ja, das mit dem Anvisieren, das ist ja echt eine Mega-Hilfe.
Und ich habe das nie benutzt, ey. Naja. So, wo war unser Auto? Oh, hier der ganze Raum. Oder der ganze Gang. Nicht schön mit anzusehen. Aber naja, was soll man machen, ne? So, 45.000, 23.000 braucht man nur. Da gibt es auch ordentlich. Ordentlich, ja. Keine Ahnung. A minus, sehr nice. So, was haben wir jetzt hier? Oh, hi there. Good to see you. I was a bit worried about you. The city streets don't seem to save anymore, you know? What with all the killings and all that, I mean? Don't worry about pains. You're paying. You're my friend. Your money's no good here. We have a nice... Now have a nice night. Also, wir müssen wieder nichts bezahlen. Das ist ein Traum. So, ab nach Hause. So, gucken wir mal. Der 11. ist jetzt. Und die ist jetzt da. Vom Spiegel. It's Dave from Miami Pest Control. We need you. A client at Southwest 140th Street is having... 104th Street is having vermin problems. Try to handle it as quick as and swift as you can. Someone else will clean up for you after you leave. Ja, danke. Make sure not to bother any of the neighbors. Oh, das werden wir nicht. So, Schusswaffen, die sind überhaupt nicht laut. Da können wir auf jeden Fall gut mit umgehen. Und dass danach gesäubert wird, ist ja super. Fifth Chapter, Full House. Oh Gott, das war, glaube ich, so das erste richtige Problem. So, hier jetzt haben wir auch noch Ted. Dogs don't attack. Das bezieht sich eigentlich nur darauf, wenn die Hunde keinen Visier haben. Also sobald sie uns im Visier haben, oder sobald sie wissen, okay, ich habe jetzt ihren Freund umgebracht oder so, da werden die ganz schnell aggro, dann greifen den schon an, aber so an sich sonst nicht. Jetzt haben wir noch Rufus, survive one bullet. Hört sich eigentlich nicht schlecht an, aber wir nehmen mal Rip and Steel nicht, sondern Peter, quiet gunshots. Das ist eigentlich so bisher das Beste, was ich gesehen habe. Weil die Schüsse werden zwar nicht an sich leise, aber halt niemand bemerkt. Das ist halt eigentlich auch voll der Cheat. So, den markieren wir mal wieder. Wobei. So, zack. Haben wir ihm die Ohren abgerissen oder was? Naja. Also heißt, theoretisch können wir uns jetzt hier... Können wir jetzt so viel schießen, wie wir wollen. Oh, der Hund hängt da mal ein bisschen fest. Was haben wir denn hier auf der rechten Seite? Also muss ich mir quasi um diesen Hund jetzt gerade gar keine Gedanken mehr machen, weil der chillt dann nur. Die laufen ansonsten immer an den Wänden vorbei, wie ihr seht. Wenn die Tür jetzt offen stehen würde, würde er halt hier durch diesen Flur und hier drumherum und sowas. Gehen wir mal erst hier lang. So, den haben wir. Und hier, wir sehen, niemand merkt was. Und da ist aber eine ordentliche Party. Da gehen wir erst zum Schluss hin. Der Hund, ey. Lebt der noch? Ja, der lebt natürlich noch. Wow, shit, shit, shit. Na komm, steh auf. Ha. So, das ist leer vom Magazin hier. Gucken wir mal. Hier haben wir noch ein Sturmgewehr. So, soweit so gut. Hat natürlich jetzt niemand gemerkt, wegen unserem Peter. Boah, knapp. Aber einer kommt da noch raus. Oder er bleibt da. Ja, möchte. Stage clear. Jetzt geht's hier nochmal hoch. Okay, zweite Etage. Hier ist auch noch jemand. Am Strullen. Oh, das ist natürlich super. Ich mal einen Schuss verballert, aber... Hat er natürlich nicht gehört, ist klar. Aber, na gut. Scheiße. Der merkt das echt nicht. Hallo. Der
wahrscheinlich so einen Tunnelblick beim Pissen. So, gucken wir mal, dass wir die beide gleichzeitig umbringen am besten. Ja, sehr gut. So, was ist da? Okay, da ist nur ein Raum. Da sind noch ein paar, okay. Ich würde sagen, dann machen wir die zuerst. Alter, der lebt ja noch. Scheiße, ich dachte, der wäre tot. So, okay, wir nehmen wieder die Schrotflinte. Ah, das hat er jetzt aber gehört, oder wie? Oder haben wir eine Machete? Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Zack! Boah. Schön den halben Oberkörper abgeschnitten. So, erneut. Ich würde sagen, auf den warten wir noch, dann hauen wir den zusammen. Na komm, oder nicht. So, dann halt. Den können wir ja das Ding einfach an den Kopf werfen. Zack. Oh, der stirbt davon gar nicht. Ich hätte jetzt auch die Machete in die Hand nehmen können und ihn dann finishen können, hätte er den in der Mitte durchgeschnitten. Aber dann könnte ja sonst nichts. Okay, da liegt noch eine Waffe. Das heißt wahrscheinlich, wenn wir ihn nicht zuerst töten, dass er dann die Waffe nimmt. Hoffen wir es einfach mal nicht. Natürlich. So, und ihn auch noch mal eben. Diesmal ohne ein Visier, einen Typen zu fixieren. Wo ging es nochmal raus? Achso, da oben. So, ab nach Hause. Beziehungsweise erstmal wieder in irgendeinen random Laden. So, wir haben wieder mehr Punkte, als wir brauchen, um was freizuschalten normalerweise. Mercy Kill, was heißt das denn? Naja, Great C ist eigentlich nicht so geil. Hätte mehr sein können. Ja, wieder Pizzeria. Good evening. How are you doing? You look a bit distracted. Something got you worried? These are harsh times we are living in. I know. Haven't seen many customers lately. Maybe they've lost their taste for pizza. Maybe it's time to close shop once and for all. Anyway, got your order right here. Take care now. Oh, eine pinke Pizza. Alles klar, ab nach Hause zu unserer Freundin oder wer auch immer das ist. Naja. Freunde kann man, glaube ich, nicht ganz so sagen. 13. April. Und sie liegt im Bad. In der Badewanne. Gut, hier mache ich erst nochmal einen Cut. Wir sehen uns nächste Folge wieder, wenn es weitergeht mit Hotline Miami. Und ja, Leute, haut rein. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt soweit. Ich werde jetzt eine kurze Pause einlegen. Und ja, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.